Go! Und wir sind hier wieder bei Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Zu Gast ist heute wieder mal Rikimaru. Guten Tag. Yay, Los, sag fein hallo. Hallo. Ja, jetzt mach Sitzung, geh in die Ecke. Nein, Nightmare müsste jetzt auch noch dabei sein, eigentlich. Glaube ich. Ja, Ja, richtig. da ist er. Hallo. Sag mal Hi. Hallo. Ja, fein. Und weiter geht's mit der Story, ne? Ja, wir sind schon weit gelaufen. Nightmare sieht auch schon ganz erschöpft aus. Alle Strapazen aus purer Verzweiflung. Und was erwartet uns? Muskelkater, nein. Tun wir wirklich das Richtige? Brrr, ist das zu kalt. Wie soll ich jetzt Nightmare eigentlich sprechen? Ist das kalt? Zu kalt. Hier gibt es Ganz nichts außer normal Schnee. einfach, ganz Hier sieht normal. alles gleich aus. Okay, dann spreche ich dich so. Langsam frage ich mich, ob wir uns überhaupt noch fortbewegen. Flynight, ich habe mir gerade überlegt. Wir sind wohl endlich in der vollkommenen Einöde angekommen. Ich glaube sogar, hier geht es gar nicht mehr weiter. Und ich bin schrecklich müde. Was glaubst du, passiert mit uns beiden? Punsche, du hast recht. Es ist sinnlos, darüber nachzudenken, ob wir richtig gehandelt haben. Nicht nach allem, was geschehen ist. Entschuldige, Flynight. Ich verliere nur langsam den Mut. Flynight, ich habe an dich geglaubt und deswegen bin ich diesen ganzen weiten Weg mit dir gegangen. Das ist immer noch so. Ich glaube an dich, Flynight. Ich werde immer bei dir bleiben. Das klang jetzt super gay. Nein, man vertraut mir bedingungslos. Jetzt kann ich ihn alle Sachen tun lassen. Nein. Ich darf keine Unsicherheit zeigen. Ich darf nicht an mir zweifeln. Was zum? Was war das? Mir wird so schwindelig. Ist dir nicht gut, Fleinert? Endlich bist du da. Da spricht jemand zu mir. Nightmare? Nein, Ja. Nightmare klingt anders. Diese Stimme kenne ich von irgendwoher. Endlich, du bist hier. Ach, das Guardevoir ist da, ne? Ich habe dich erwartet. Guardevoir? Ich bin so froh. Endlich begegnen wir uns. Du bist doch. Was? Flynight, was ist los? Warum führst du Selbstgespräche? Freue mich auch immer. Ja, frage mich auch immer, ja. Andere können mich nicht sehen. Ich bin nur für dich sichtbar. Etwas weiter voraus findest du eine zerklüftete Berglandschaft. Begrünt vom Klörberg. Aus seinem Gipfel lebt Vuinona. Vuinona? Vuinona erwartet dich bereits. Hüte dich. Warte. Punkt, Hey, Flynight. Flynight. Was ist denn? Was ist passiert? Ihr müsst mir sagen, sobald es monoton klingt, ne? Nein. Totale Begeisterung, Nightmare, ne? Ah, das war es also. Guardevoir ist dir erschienen. Darum warst du vorhin so verblüfft. Das ist einfach unglaublich. Vuinona ist tatsächlich nur eine Legende. Es existiert wirklich. Und auf dem Gipfel vor uns befindet sich Vuinona. Schnief. Flynight. Wir haben uns so sehr angestrengt, um bis hier zu gelangen. Und endlich zahlt es sich aus. Wir werden Vuinona treffen und die Wahrheit erfahren. Nein. Endlich können wir die Verdächtigung gegen dich entkräften, Flynight. Fantastisch. Und ich habe wieder mal 2 Punkte zur Auswahl. Hör zu, Flynight. Mach dir nicht so viel Sorgen. Es wird schon alles gut werden. Es ist doch nur Genau. natürlich, dass du vor dem Treffen mit Vuinona Angst hast, Flynight. Dieser herzlose Mensch, der geworden war, im Stich gelassen hat. Du könntest dieser Mensch sein. Ich kann schon verstehen, wenn du genau das gerade denkst. Aber das ist unmöglich. Du bist nicht dieser Mensch. Du weißt, das weiß ich genau. Ja. Nun, es gab einen Moment, als ich meine Zweifel hatte, ja, aber nun frage ich mich, wieso ich gezweifelt habe. Ich weiß wirklich nicht, wieso. Das spielt keine Rolle. Ich weiß, dass du ein gutes Herz hast, Flynight. Weißt du noch, als ich diese Idee hatte, ein Retterteam zu gründen? Ich traf dich im Kleinhain, ein Flashback nach dem anderen, ich habe keinen Bock mehr weiterzulesen. Ist schon Okay. komisch, nicht? Aber ich glaube wirklich an dich, Flynight. Und wenn wir vom Gipfel herunterkommen, kennen wir die Wahrheit. Flynight, geben wir alles. Ich wollte schon sagen, geben wir unser Bestes, weil es ein typischer Spruch ist, aber egal.
Wie wählt man nochmal? Ja, so. Personenlager. Wie man sieht, Ricky Mauro hat wieder einen sehr angestrengten Atem. Du musst auch machen. Und speichern, ja, ich will immer speichern. Speichern ist schön. Speichern bringt Spaß. Speichern genau. Ist was Tolles. Mann. Was ist denn mit deinem J? Ich glaube, der passt nicht. Wohin gehen wir? Ja. Klörberg oder Schneefahrt? Hey, was meint ihr? Klörberg oder Schneefahrt? Wo soll ich hin? Klörberg. Okay. Gut, auf geht's. Strengen wir uns an und erstürmen den Gipfel. Okay. Was passiert eigentlich, wenn man die anderen Wege nimmt? Passiert dann ein anderer Storyteller oder ist es dasselbe? Nein, es ist immer das gleiche Storyteller, du kannst halt neu entscheiden, okay. Wie lang willst. Alter, das Absurd ist sogar stark. Ich glaube, es ist Level 20, ne? Nee, 20. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt wirklich vernünftig... Ist ja fast das gleiche Level. Ist halt genau dasselbe Level wie dein Flemdi momentan. Ja, und jetzt sind wir hier im Klörberg. Hier ist ein Draschel. Soll ich mein Draschel mal vielleicht fangen, irgendwie so für zwischendurch? Ja. Ich meine, ich habe ja momentan noch kein viertes Pokémon, später kommen die ja noch dazu, aber die kann ich momentan nicht fangen. Und mein Emulator laggt irgendwie ein bisschen. Gerade. Wie viel FPS hast du? Wie viel FPS hast du? Weiß ich nicht, wird nicht angezeigt hier beim... Bei der Desmumu wird das nicht angezeigt. Das ist Tatsache. Nein, ernsthaft, das ist ein bisschen verwirrend hier, weil... Ich weiß nicht, der zeigt das irgendwie nicht an, aber trotzdem nimmt er auf. Aber nimmt er auf. Ist halt so. Weil war es davor angezeigt? Davor hat er es auch nie angezeigt. Bei der Infraps, bei der Infraps-Version. Lalala. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier am Klörberg gibt es nur Drachen oder Pokémon. Weil jetzt schon wieder ein Wablu da ist und bisher noch kein einziges anderes. Nee, da gab es noch diese anderen Frostviecher, gab es da auch. Okay. Ich weiß nicht, was meint ihr, soll ich jetzt erstmal kurz überspringen, den Dungeon, oder wie soll ich das machen? Das ist eigentlich egal, was du willst. Da mache ich jetzt erstmal so ganz normal weiter. Bis wir keinen Bock mehr haben, irgendwas zu labern kurzzeitig. Ich will an das Gummi ran. Gib mir das Gummi. Ja, du kannst nochmal zur Hauptstory sagen, weil du meinst, was du so, du ist nur die Hauptstory zu Ende und dann überlegst du weiter, ne? Ja, ich glaube, ich werde dann erstmal aufhören, weil ich in letzter Zeit nicht mehr so viel Lust habe aufzunehmen und auch eigentlich ja meine Ruhe haben will wegen der Schule. Ja, einer hat jetzt so eine Sache. 10 Tage und das ist ziemlich schwer für ihn. Das ist ja schwer, einfach nur anstrengend. Ja, aber macht aber noch ein Let's Play Together mit. Weil ich hätte immer wieder Lust. Wenn man immer so spät zu Hause ist, dann hat man auch nicht Lust, dann noch irgendwie was zu machen, wo man wirklich, ja. Ja, das muss man jetzt wahrscheinlich an einem Tag, bevor ich wieder die Schule, wie bei mir wieder die Schule anfängt, dann muss ich da irgendwie echt versuchen, echt 14 Folgen aufzunehmen und die hochzuladen, dass ich mal 2 Wochen dann Ruhe hab, eher, aber scheiß drauf. Okay, das ist krass. Es ist aber so halt, ich komme jetzt auch in das 1.8. Schuljahr und ist halt jetzt auch immer schwer und ich muss mich besser in der Schule, ich bin jetzt nicht der Beste in der Schule. Ja, außer Mathe, aber sonst, also ich bin eigentlich ganz mittel so in der Schule, aber durch Mathematik bin ich nicht wirklich gut. Naja, auch bei mir jetzt allgemein, ich nehme trotzdem weiter auf, auch wenn es mein Abschlussjahr ist mit 10. Klasse, aber nur virtuell irgendwie. Das habe ich gar nicht so Bedenken. Also Zeit für Aufnehmen habe ich sowieso immer. Ja, bei mir ist einfach, dass ich nicht mehr so viel Lust habe, jetzt noch nachmittags mich hier vorzusetzen und dann noch was aufzunehmen. Weil ich dann einfach für mich so ein bisschen zocken will.
wenn du telefonierst. Ja. Pech. Nimmst du gerade noch auf eigentlich? Ja, tue ich. Ach so. Lol. Lol. Das war ja jetzt ganz überraschend. Total unerwartet und so. Ich bin total begeistert. Okay. Ja. Ich glaube, ich mache aber gleich erstmal einen Aufnahmestopp und warte ab, bis wir weiter sind. Oder? Ja, mache ich dann gleich mal. Wenn das Jura besiegt ist und ich auf E7 angelangt bin. Yay. Es ist tot. Okay, so. Also dann, bis gleich, nachdem ich gespeichert habe. Yay. So, ich, passt hier?